Infolge der Finanzkrise und der aggressiven Politik der Zentralbanken hat sich die Schuldenlast in den letzten Jahren fast nicht reduziert. Daniel, nachdem Großbritannien sich für den EU-Austritt entschieden hat, tauchen viele Fragen über die Zukunft der Europäischen Union auf. Wird sie bestehen bleiben oder ist dies der Anfang der Auflösung der Europäischen Union? Würden Sie bitte die gegenwärtige Lage beleuchten? Aber gern, für das Vereinigte Königreich erwarten wir einen kurzfristigen Rückgang der Aktivitäten. Höchstwahrscheinlich wird Großbritannien in den nächsten 6 bis 12 Monaten mit der Rezession flirten. Der Brexit hat aber noch größere Unsicherheiten in der restlichen EU ausgelöst. Denn während für Großbritannien der Brexit eindimensional ist, gibt es in der übrigen EU 27 andere Länder, und 27 andere Dimensionen, welche von der Organisation zu bewältigen sind. Zugleich zeichnen sich mehrere potenzielle politische Risiken in den nächsten Monaten ab. Vor allem geht es um das italienische Verfassungsreferendum in ein paar Monaten, das ungarische Referendum über Einwanderung, welches als Schattenabstimmung über die EU-Mitgliedschaft betrachtet werden kann. In Österreich finden die Wahlen statt, wo die rechten Parteien sich bereits einen großen Teil von Stimmen gesichert haben. Und es ist durchaus möglich, dass sie die Macht im Land übernehmen werden. Im nächsten Jahr finden die Wahlen in den Niederlanden, Frankreich und Deutschland statt. Es stehen uns viele markante politische Ereignisse bevor. Die Wahrscheinlichkeit, dass eines davon negative Auswirkungen für die EU hat, ist gering. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass eines davon in eine falsche Richtung geht, ist etwas höher. Ich denke also, dass die Unsicherheit für den Rest von Europa viel größer ist als für das Vereinigte Königreich und seine Isolierung. Sie haben die italienische und die ungarische Abstimmungen angesprochen, die zu einem EU-Austritt oder zu neuen Verhandlungen mit der Europäischen Union führen können. Aber lassen Sie uns jetzt über die größten wirtschaftlichen Probleme der Europäischen Union sprechen. Ist Italien die Hauptursache für Sorge oder gibt es noch weitere Probleme? In Italien hat sich die Wirtschaftslage im vergangenen Jahr verbessert. Für Europa als Ganzes gilt das allgemeine Muster. Das heißt, ein negatives Wachstum in den Jahren 2013-2014, teilweise im Zusammenhang mit der Staatsschuldenkrise in der Eurozone. Und dann hatten wir einen kräftigen Umschwung vom negativen Wachstum zum positiven Wachstum. Im vergangenen Jahr war das BIP-Wachstum in der Eurozone flach um etwa 1,5%. Das nähert sich dem Trend. Und das Problem ist, dass das schleppende BIP-Wachstum in der Nähe vom Trend und der dauernd schwache Inflationsdruck es erschweren, relative Preisanpassungen unter den Ländern durchzuführen. Es ist auch schwer, die reale Schuldenlast zu verringern, denn infolge der Finanzkrise und der aggressiven Politik der Zentralbanken fand so gut wie kein Deleveraging statt. Zwar sieht die Wirtschaftslage in Europa vernünftig aus, fehlt es ihm deutlich an Schwung. Es ist zu bedenken, dass in den letzten Jahren die Eurozone sich im günstigen Umfeld befand, von niedrigen Ölpreisen, einem schwächeren Euro und einer fördernden Geldpolitik. Und in diesem Jahr schwächen sich diese günstigen Bedingungen ab. Wir erwarten, dass in diesem Jahr das Wachstum auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr bleibt, was auf negative Brexit-Auswirkungen zurückzuführen ist. Sie haben den niedrigen Inflationsdruck in der Eurozone erwähnt. Die Herstellerpreise wachsen tatsächlich am langsamsten seit 4 Jahren. Was bedeutet das für die Inflation? Wird sie sich überhaupt erholen? Welche Entwicklungen sind in diesem Bereich zu erwarten? Wir erwarten nicht, dass der Inflationsdruck deutlich zunehmen wird. In diesem Kontext muss man Folgendes bedenken. Zum einen, das Wachstum taumelt etwa um den Trendwert. Natürlich, damit die Inflation als klassische Beschleunigung spürbar wird, muss sie eine längere Zeit deutlich über dem Trend liegen und dadurch das Wachstum stimulieren. Außerdem müssen bestimmte finanzielle Beschränkungen bestehen, die wiederum zum Inflationsdruck führen. In Europa ist das nicht der Fall. Ja, das Wachstum ist positiv. Ja,
Es ist deutlich besser im Vergleich zu einigen Jahren zuvor. Aber es liegt um den Trend oder ein kleines bisschen darüber, mit Ausnahme von einigen Ländern. Also das war der eine Punkt. Und der zweite beachtenswerte Punkt ist, dass wir einen Impuls für die Inflation aus anderen Quellen sehen, insbesondere von den Rohstoff- und Ölpreisen. Die Öl- und Energiepreise sind in diesem Jahr etwas höher als im vorigen. Die Inflationsdaten werden im Jahresverlauf rein mechanisch und mathematisch nach oben geschoben. Es gibt deshalb eine Chance für einen Anstieg der Schlagzeilen Inflation zum Ende des Jahres. Aber dieser Effekt wird nur vorübergehend sein, es sei denn A, eine Erhöhung der Inlandspreise, die im Moment total fehlt, oder B, ein andauernder Anstieg der Rohstoff- und anderer Importpreise. Daniel, ich bedanke mich für Ihren Beitrag und Ihre Kommentare. Es war mir ein Vergnügen. Ganz meinerseits, bitte. Das war's von Daniel und mir, aber wenn Sie dieses Interview gut finden, liken und kommentieren Sie es auf dokaskope.tv.